Hamburger Megamarsch. 16. Oktober 2021. Endlich mal wieder soweit. Ich bin jetzt hier auf der Fähre nach Finkenwerder. Das ist eine tolle Möglichkeit, das zum Start zu reisen. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Das ist immer schon mal ein toller Trip. Und ich freue mich riesig. Habe die 12 Uhr Startzeit und habe das hier vor 2 Jahren schon mal gemacht. Und bin 60 Kilometer weit gekommen. War irre stolz, dass ich das geschafft habe. Die 100 sind echt ein Fernziel von mir. Aber wenn ich überhaupt wieder 60 schaffe, boah, das wäre schon was. Das ist mein Etappenziel für heute. Mal gucken, was die Füße sagen. Kriege ich wieder Blasen? Wie ist das nachher in der Nacht? Das wird dunkel, es wird kalt. Ich habe noch Wechselklamotten mitgenommen, sodass ich das dann ein bisschen auch mir die nassen Sachen vielleicht ausziehen kann. Schauen wir einfach mal. Alles klar, ich melde mich zwischendurch. Ciao, ciao. Jetzt geht's los. Das ist jetzt hier der Start. Ich glaube, es ist kurz nach 12. Das ist ja auch die 12 Uhr Startgruppe. Die erste Gruppe hier. Und haben die toll organisiert. Erst dachte ich, das zieht sich hier mit den ganzen Schlangen und so. Zu dem ganzen Einchecken und den ganzen Unterlagen, Dokumenten und so weiter. Aber das flutscht hier. Also, die Sonne kommt raus. Besser geht's nicht. Auf geht's. Bis später. Immer schön lächeln. Los geht's, genau. Und auch für euch geht's los. Genau, ihr macht doch selber eure Aufnahmen. Wir sind gespannt, was da zusammenkommt. Geht durch. Genau. Fliegen starten, jetzt sind die Abstände gut. So geht das. So können wir das machen. Genießt deine 100 Kilometer. Wir sehen uns morgen alle hier hoffentlich. Auf geht's. Wir sehen uns. So, jetzt sind wir hier im alten Land. Und ich glaube, das weiß jeder. Das alte Land steht für Apfelbäume. Ohne Ende Apfelbäume. Und was liegt da näher als, ich habe mir mal einen gepflückt. Lecker, absolut lecker. Top. So, 15 Kilometer schätze ich mal haben wir jetzt hier oben. Irgendwann müsste auch das Schild kommen. Wir sind jetzt eigentlich hier über diese eine Hauptstraße drüber, ich weiß nicht, wie die genau heißt, aber das geht jetzt hier in die Harburger Berge so rein. Wunderschön, läuft alles super. Oh, ja, Füße alles in Ordnung. Freue mich auf den ersten Verpflegungspunkt, vielleicht einen schönen Kaffee trinken. Aber alles tippitoppi soweit. Ciao, ciao. So, Verpflegungspunkt 1 ist geschafft, 20 Kilometer. Ich glaube, das ist genau die gleiche Schule hier wie vom letzten Mal. Sieht alles tippitoppi aus. Jetzt kommt die Maske, ne? Alles klar. Jetzt kommt die Maske und das Bändchen und dann war's das. So, hier gibt es das Wasser. Noch ist genug da. Hier kann man sich was Warmes zu trinken holen. Na, wann waren die ersten denn hier heute? Die waren um kurz nach 2:30 hier. Kurz nach 2:30? Ja. Oh ja, geht ja schnell, ne? Ja, hier haben wir das gegeben. Da ist der Stefan. Da ist er. Lecker, lecker. Hier gibt es den Kaffee. Ja. Wo sind denn die ersten hier angekommen eigentlich heute? Der ganze erste. Ja. Vor 1,5 Stunden. Wahnsinn. Die sind, hierher gerannt oder was? Ja, ehrlich, gibt es? Wie viele sind von denen dabei, die hier so rennen? Drei. Also 2 sind zuerst und dann kam einer noch alleine hinterher. Krass, krass. Einmal richtige Milch. So, super. Vielen Dank für alles, ne? Gerne, viel Spaß noch. Jo. Ja, du bist ja gar nicht vorbereitet. Doch, sieht man. Ich bin hier auch am Start. Nur guck dir mal meine Schuhe an. Wie machst du das mit den Dingern? Eigentlich ist es eine Gewöhnungssache. Echt? Aber. Das sind Schamas. Das sind Schamas. Ja, das sind richtige Laufsandalen. Also damit gehe ich auch zocken und dann laufen. Das ist ja Wahnsinn. Und ist dein erster Lauf wieder wie? Nein, 19 gefailt. 58 Kilometer waren das. Und was war das Target? Was war heute sein Ziel? 58 schaffen oder wie? Ankommen. Ja. Ankommen. Und ist 100 bei euch auch ja, auf dem Zettel oder wie? Hast du schon mal die 100 geschafft? Fühlt sich gut an. Fühlt sich echt krass. Gut an und ja, aber jetzt sag du nochmal, wie fühlt sich das an, wenn man die 100 durchgeht?
Sylt. Aber im Endeffekt fühlt es gut an. Ne? Man, also kommt auch an, ich hatte auch so ein bisschen Blasen und man hat harte Sohlen gehabt. Und, aber dann, wenn man es geschafft hat, alles vorbei. So. Ist so ein Rausch. Ja, so, ja. So ein Rausch. 2019 habe ich nämlich auch die 60 gemacht. Was ist die 60? Wahrscheinlich sehen wir uns nachher nochmal irgendwo auf irgendeinem Stopp. Wir haben ja wahrscheinlich, ich hau jetzt ab, ihr holt mich dann ein. Er ist ja auch so schnell. Alles klar. Okay, danke fürs Schnacken, ne? Gerne. Jo, ciao. So, geht weiter, Verpflegungspunkt 1. Ich weiß gar nicht, ob das hier Kilometer 40 war. Oder das war jetzt Kilometer 20. Nicht Kilometer 40, so ein Quatsch, ne? Ja, Kilometer 20. Und ich hatte eben auf die Uhr geguckt, ich glaube 16 Uhr. Also eigentlich ist alles genau im Plan. Ich sage ja immer, für 20 Kilometer 4 Stunden. Das heißt, wenn wir jetzt 16 Uhr haben, dann ist der nächste Stopp 20 Uhr. Deswegen habe ich mir nämlich auch schon mal meine Leuchtlampe so ein bisschen oben griffbereit gepackt. Mal schauen, ne? So, meine Leute von vorhin habe ich jetzt irgendwie verloren. Aber verlieren geht ja nicht gar nicht, weil am Ende des Tages trifft man sich doch dann irgendwie immer wieder. Mal schauen. Bis denn. Ich laufe jetzt das dritte Mal und ich hatte die ersten beiden Male auch keine Blasen, aber... Und habt ihr das geschafft jetzt? 100 oder wie? Ja. Nee, ehrlich? Ja. Krass. Weil davon träume ich noch. Ich habe es einmal hier vor 2 Jahren versucht, bis 60 Kilometer. Ja. Und dann läufst du das durch. Hast du irgendeinen super Tipp dafür, was man... War das jetzt mehr Kopf oder mehr Also ich bin der Meinung, Füße. das ist mehr Kopf als alles andere. Ich bin immer der Meinung, dass sich viele viel zu verrückt machen, wann eine Blase kommt, wann dies kommt. Wenn es kommt, dann kommt es sowieso. Und ihr seid hier so eine ganze Truppe, sehe ich schon. Ja. Die habe ich aufgelesen am Bahnhof. Die hatten es vor, da haben wir gedacht, wir brauchen die. Mal im Megamarsch. Und ihr habt doch alle so ein Tempo denn, oder was? Noch, ja. Ja. Nee, ich bewundere es ja immer, wenn das einer schafft, so wie du jetzt hier, Kumpel von mir, der schafft das auch, dann sag ich immer, Hammer. Aber gut, man muss nachher mal gucken, ne? Mit ja, den Blasen. Aber wie gesagt, also das Schaffen ist das eine, aber die 3-4 Tage in der Nacht, die wünsche ich keinem Menschen. Das ist furchtbar. Okay, ciao, ciao. Ja, viel Spaß noch. Viel Spaß noch. Ja, so sieht's aus. Kilometer 25. Sag ich erstmal Moin. Du hast das Hallo. Schon dreimal geschafft, oder wie? Dreimal in Hamburg und insgesamt 14 Mal. Nee. Doch. 14 Mal? Ja, in Belgien. Ach, nee. Zweimal, in Leipzig zweimal, in Berlin zweimal, Ostseeweg. Und jetzt hier, das ist das vierte Mal, dass du läufst. Das vierte Mal jetzt und in Hamburg. Und kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Ja, klar. Ja, wann war das? Das war 2017. Da stand der. Und bist du hier angetreten schon? So mit der Überzeugung, ich schaffe die 100, oder? Nein, das war der erste Versuchsballon. Okay. Und dann wie war das Erlebnis so dann für dich? Stand der NDR, der stand da mit der riesen Kamera und da sind einem schon die Tränen geflossen. Ja. Das war beim Volksparkstadion, das war unvergesslich. Und das war, auf was hattest du jetzt trainiert für diesen ersten Ballon? Ja, auf alle Fälle. Ja, und wie hat man das gemacht? Ich habe eigentlich viel gelesen auch so, damit das meiste ist ja auch so die mentale Geschichte, ne? Ja. Wenn man mental gut eingestellt ist, dann lässt man einfach bei 60 oder bei 80 Kilometer nichts mehr liegen. Dann geht man einfach weiter. Der Kopf ist 50%. 50? Ja. Und hast du da irgendwas trainiert, wie du damit dann umgehst? Oder hörst du Musik? Oder? Nee, gar nicht. Ich achte auf die Natur und ich gucke mir an, wer da noch so mitwandert. Ja. Das gefällt mir immer, da neue Leute kennenzulernen. Ach, die 100 schaffe ich nicht. Was würdest du dem so als Tipp machen? Erstmal 50 anfangen. Ne? Also ja. 50 ist immer schon mal so ein kleiner Meilenstein. Ja. So, man, du hast ja ein tolles Schild hinten drauf. Darf ich mal filmen auch? Ich mache jetzt. Mensch, ich habe dich schon mal aufgenommen. Ja, du hast dich schon mal aufgenommen. Ich habe dich schon mal. Du, wir kennen uns schon vom letzten. Das, nee, war das Nordmarsch oder Mammutmarsch? Nee, Obermarsch, glaube ich, war das. Urbanmarsch, aber nicht dieses Jahr, das zuvor. Letztes Jahr. Ja, gibt's gar nicht, ne? Ich erinnere mich so schnell. Also, ich habe auch deine Freundin gesehen mit den Schlümpfen, ne? Richtig, mit der bin ich zusammen. Und ich bin immer der immer filmt und nervt, ne? Und wie geht's dir? Gut geht's mir. Jo? Ja, aber ich war letzte Woche in Frankfurt. Ach so. Von daher. Bist du gut trainiert? Bin ich gut im Training. Ja.
Und ihr seid so eine kleine Truppe hier wieder zusammen? Oder auch zufällig jetzt? Nee, gehört nicht dazu. Aber wir sind mit ein paar Leuten von den Schlümpfen dabei. Hm. Ja. Und ein paar sind hinter mir, noch ein paar sind auch vor mir. Und die Petra ist, glaube ich, sogar hier, ne? Die ist hier, die sitzt sogar hinter mir. Ach, die schnappe ich mir nachher nochmal, ne? Überrasche ich mal. Der Schlumpffinder. Ja, genau. Ja, ja, alles klar. Okay. Bis später, ne? Wir sehen uns. Tschüss. Erzähl nochmal, dein wievielter Marsch ist das jetzt hier? Mein vierter. Hamburg, mega Marsch. Sag mal, und was motiviert dich jedes Mal, jetzt hier wieder neu an den Start zu gehen? Die Begeisterung, also die Vorfreude. Also. ja, also der Start und dann immer, ich bin immer motiviert und laufe immer gerne lange Strecken und ja, es fasziniert mich einfach, genau. Ich erinnere mich besonders, als ich den ersten Megamarsch in Hamburg gemacht habe, wie dramatisch die Situation bei vielen Leuten war. Ab Kilometer 63 und dass da viele, da kann ich mich noch genau dran erinnern, dass da viele Kreislaufprobleme hatten und wie war es bei dir? Und konnte keinen Schritt mehr gehen nach 63 Kilometern. Mir tat alles weh. Und ich war nur froh, wenn ich zu Hause war. Am besten Megamarschjoggen kaufen. Ja. Oder halt Hirschteig-Salbe, genau. Also immer regelmäßig einpudern, damit die Füße feucht bleiben, genau. Und für den Kopf hast du da noch so einen Trick? Viele Leute sagen auch, die kriegen das vom Kopf her nicht hin, so ab 50 Kilometer. Ja, bei mir ist das so, na, die letzten 10 Kilometer sind halt ein bisschen extrem, aber da zählt halt noch durchbeißen und kämpfen. Bis zum Ziel, genau. Vielen Dank, ne? Wir bleiben ja gerne zusammen. Mal gucken, was das heute der Abend noch bringt. Ja, mal gucken. Okay. Ciao. Tschüss. Ja, so schnell geht das dann. Und jetzt sieht man gar nichts mehr, ne? Zero. Warten wir mal bis zur Verpflegungsstation, ne? Bei Kilometer 40. Ich glaube, man sieht so ein bisschen was. Also das ist jetzt Verpflegungspunkt Nummer 2. Nee, ich spreche für mein Video. Und das ist Kilometer knapp 36. So. Können wir hier nochmal was Schönes, Warmes trinken. Oh, lecker. Gurke gibt es wieder. Brötchen gibt es wieder. Käse. Toastbrot. Mit Marmelade. Toll. Ja, es war hier doch ein bisschen längeres Päuschen. Ein bisschen eng alles so, dafür, dass man sich umziehen muss mit seinen langen Unterhosen und ganzen T-Shirts und allem drum und dran. Hat geklappt. Jetzt kommt eine lange Strecke von 23 Kilometern, ne? Absolut, keine Ahnung. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich laufe einfach und hoffe, dass ich ankomme. Okay, alles klar. Eine Lampe hast du auch, ne? Ja. Ja, ich auch. Ich glaube, 23 Kilometer noch und dann muss man weiter schauen, wie die Lage ist, ne? Das ist ja... Also ich freue mich, wenn ich in 23 Kilometer ankomme. Bis später. So, jetzt muss ich jetzt einmal noch in diesen Selfie-Mode, damit man das sieht hier mit dieser Lampe, sonst erkennt man ja kaum hinter mir was. Das ist ja nett von euch. Lecker. Sieht gut aus, ne? Das ist der grüne Oldesloher. Grüner geht's nicht. Guck mal, das sieht auch hier gemütlich aus. Mega, mega nett. Beim Megamarsch. Manfred, du trinkst bei mir mit und dann mache ich auch gleich das furchtbare Licht aus. Und gleich haben wir auch die 50 Kilometer, ne? Die kommen da vorne gleich, ne? Jetzt fragt man sich, was hier kommt, wo alle stehen bleiben. Es ist das magische Schild, ne? Es ist das magische Schild 50. Kann man es sehen? Man kann es sehen. Ja.
das ist der Platz für Selfies. Auf geht's. So, hier ist Kilometer was? 52 oder so, ne? 51. Hört ihr auf jetzt oder wie? Gut, nö, ich auch nicht. Ich hatte mich auch noch auf den Sitzplatz gefreut, aber das ging einigermaßen. So, das ist hier Verpflegungspunkt 3, ne? Ja, logisch, super. Knapp 60 Kilometer, ne? Ja, genau. Ich setze mich definitiv hier hin, halte meine Füße hoch und dann muss ich echt mal entscheiden, was ich mache. Ob ich weitergehe oder... Aber ich glaube, ich gehe erstmal eine Pause machen. Der erste kam 20:30. Die joggen dann, ne? Ja, fast, ne? Moin, einmal bitte noch die Maske aufsetzen und hier... Hier sieht es ja schon fast aus wie auf dem Oktoberfest, ne? Scheiße, Lampe braucht ich immer runter. Cool, mit Ofen. Ja, jetzt setze ich mich glaube ich auch gleich mal hin. Hier vorne gibt es was zu trinken. Cola. Super. Hier gibt es Kaffee. Oh, Entschuldigung. Okay, so sieht das dann jetzt hier aus, ne? Ich glaube, ich bin über 12 Stunden, ja, 12 und eine Viertelstunde unterwegs. Knapp 60 Kilometer, also offiziell sagen die 58, ich schieße mich tot. Ja, hier gibt es richtig toll zu essen und trinken und ich muss mir gleich mal überlegen, was ich mache. Was mit meinen Füßen da, muss ich mir gleich mal angucken. Ne? Ich mache auf jeden Fall jetzt mal 10 Minuten Pause und dann einfach mal gucken. Alles klar, bis dann. So sieht das dann aus, wenn man sich ausruht nach 60 Kilometern. Ich habe mir mal meine Schuhe ausgezogen und da steht mein schwerer Rucksack. Es gibt eine super lauwarme Linsensuppe und ansonsten jetzt einfach mal Füße hochhalten, ne? Oder was sagst du? So, das war meine kleine Pause. Jetzt habe ich mich entschieden. Und zwar nehme ich mir jetzt schön eine Taxe und fahre nach Hause. Und zwar mein Knie links macht nicht mehr richtig mit. Und darauf habe ich natürlich gar keine Lust, jetzt da irgendwie über diesen Schmerz rüber zu laufen. Und dann habe ich den ganzen nächsten Monat vielleicht Probleme und kann gar nicht mehr laufen. Bis hierhin hat es super Spaß gemacht. Für mich war das ja auch meine eigene Finisher-Etappe, 60 Kilometer, das hatte ich mir vorgenommen. Von daher freue ich mich riesig, dass es jetzt geklappt hat. Der Hund hat das auch gut geschafft, ne? Was denn? Der Hund hat das auch gut geschafft? Ja, der wird auch noch weiterlaufen. Okay. Okay, also jetzt tschüss, ne? Von hier. Ich glaube, eine Urkunde gibt es ja nicht, ne? Gibt es hier Urkunden? Nee, ne? Gibt es hier Urkunden? Ja. Wo ist denn das? Hinten rechts. Ach so, alles klar, dann gehe ich doch nochmal hin. Hier gibt es die Urkunde. Stefan Herde, H-E-R-D. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.